Moin und willkommen zurück zum EA Sports FC 25 Karrieremodus mit Rot-Weiß Essen. Heute Topspiel auswärts im Grünwalder Stadion beim TSV 1860 München. Und wir schauen uns mal an, was die Löwen heute tun. Die Löwen sind Standard, also ausgeglichen. Die wichtigen Defensivspieler sind Quadwo, Schifferl und Verlat und Offensivkräfte sind Jakobsen, Dennis und Guttau. Die Löwen, 4 Spiele in der Liga, 4 Siege, 12 Punkte, Topquote. Also ein sehr hartes Spiel. Kapros wird Pietrowski. Und wir schauen rein parallel Spiel Stuttgart 2 gegen Saarbrücken. Und wir schauen in Rot. Und damit gehen wir rein in die Idee hier nach Grünwald. Und damit willkommen im Grünwalder Stadion mit dem Warmwerden beider Clubs. Und damit gehen wir rein im Grünwalder Stadion hier in München. Und damit würde ich dann sagen, fackeln wir gar nicht länger. Und damit kommen wir dann gleich rein in die Partie. Auf geht's. In dieser Partie mit Aslan. Runde. Aslan. Müssel, Dreifolgens, Hopsch. Guttau, für die Löwen. Dahnhof. Hopsch. Graulich dazwischen. Piotrowski und Guttau. Klos, ja, Kotzen, Piotrowski dazwischen, richtig. Der Pass auf Wonitsch, der setzt sich durch. Wonitsch, Leonardo, Wonitsch, Vollert und Winzheimer mit dem Abstauber zur Führung. 9. Minute, 1:0 für den RWE hier in München. Und das ist ein früher Treffer. Dannhof für die Löwen, Schröter, Jakobsen, Hopsch, Klos, Jönka, Klos, Muteba, Seitenwechsel. Wir sind dazwischen. Wonitsch setzt sich ganz einfach durch, ist völlig blank durch. Wonitsch. Schlenzer 2:0, 16. Minute. Doppelschlag. Und damit die Führung hier im München.
Doppelschlag. Klos. In seiner Mutebar wieder. Schifferl. Jakobsen. Fiala. Bonic versucht ein bisschen drauf zu schieben, aber noch nicht wirklich. Pereira. Der Mutebar. Pereira. Weitschwerbe. Winsheimer. Bonic. Mit Ball noch auf den Weg gestellt. Aslan. Im 16-Meter-Raum. 3. Flanke zurückgehört. Schluss. Müsi. 3-0. 24. Minute. Was ist denn hier los? Die Flanke, der Drop, der Volley von Müsi. Dropkick perfekt in die untere Ecke. 3-0. Nach 24 Minuten. Also hier in München geht hier heute sehr viel. Dornhof. Inne. Gute Grätsche, nein, Dornhof. Flanke. Und der geht über den Kasten. Und nach 20 Minuten mit dem Abstoß. Der lange Ball, Bonic gewinnt den Kopfball, köpft aber Klos an, der für die Löwen auf Schifferl, Jakobsen, Verlaat, Dannhof, Schröter, Jakobsen, Klos, Pereira, Klos, Klos, Pereira, Schifferl, Jakobsen, Schifferl, Klos, Muteba, Schifferl, Pereira, Muteba, zurückgelegt, Schifferl, Pereira, wieder für die Löwen, auf Hopsch, Hopsch, Schifferl, Aslan, Klos, Muteba, Schifferl, Klos, nochmal wieder quer, Verlat, Klos, Pereira, geht an zwei vorbei, Muteba, Hopsch, 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 Seitenwechsel, dann hoch. Und dann ist hier Pause. Und damit 0-3 zur Pause hier in München. Sandhausen führt 2-1 gegen Cottbus im Parallelspiel, was parallel stattfindet. Wir gehen gleich rein in den zweiten Durchgang, würde ich sagen. Und die Löwen eröffnen. Mutter. Jakobsen. Müse. Müse. Pereira. Müse. Versucht. Winsheimer. Wonic. Schröter. Langzeitwechsel. Altsperger. Rios Alonso. Altsperger. Der sucht und findet Müse. Piotrowski. Aslan. Graulich. Piotrowski. Müse.
So. Linsheimer. Wonitsch. Aslan. Wieder bei Linsheimer. 0 zu 4. 57. Minute. Und damit ist diese Partie hier relativ sicher für uns in München. Yüzel kriegt da drauf einen Taper. Schiffer. Ein Taper. Und dazwischen Yüzel. Elias Alonso. Schulz. Kranich. Rummel. Yüzel. Zurückgelegt. Alonso, ein Spieler, wieder zurück. Schulz, um die aus eigene Drehung. Nios Alonso, Eitschberger. Eitschberger legt ihn komplett zurück. Golds langer Ball nach außen ins die Gegnerhälfte. Und dann gibt es den Wechsel. Wolfram kommt für Muteba. Jakobsen. Das ist Dannhof, der Ballverlust. Runde. Ein Sperrball. Nein, Windfall, ne? Diese und das Ball, der Abschluss geht neben den Kasten. Den Zaun. Wolfram. Wolfram. Danke, kommt Kopf allein. Keine Gefahr für uns. Oh, was macht Gold? Er schießt seinen eigenen Mann ab. Das ist überhaupt nicht gut. Guttau, Gold, was für eine Parade. Richtig. Heidsperger. Hier ist Alonso. Wieder raus auf Heidsperger. Oh. Müsel. Insheimer, Leonardo Wonitsch, geht er schnell drauf, geht vorbei. Insheimer mit dem Ballverlust, Schiffer klärt, total. Klos, Dorenra, Wolfram. Eitschberger ist dran, Hopsch für die Löwen auf Jakobsen, zurückgelegt, Schröter nach hinten, Dannhof, Jakobsen, Schröter, Hopsch, oh, gut dazwischen vorn Schulz. Elias Alonso, wenn das Ding zurücklegen gibt, Einwurf für die Löwen. Tuna Dennis kommt jetzt für Gotthard in die Partie. Die Löwen mit dem Einwurf Pereira, Klos, Dennis, Hopsch, auf Wolfram. Pereira, Wolfram, und ist also klärt zum Ball. Und wir sind schon drüber, über der Nachspielzeit. Schröter wird den Eckball nochmal ins
die Mitte bringen, Wolic klärt. Und dann jetzt bis zum Schluss. Und wir gewinnen mit 4:0 in München am Unterwalder Stadion. Und damit gehen wir wirklich ins Menü, schauen gleich noch kurz auf die Ergebnisse. Und dann schauen wir noch rein. Wir haben noch 10 Stunden, die nehmen wir noch mit jetzt. Und wir gehen nochmal in die Nachrichten. Gehen mal mit Piotrowski. Und wir sagen ihm, dass er weitermachen soll. Und dann schauen wir auf die Scout-Berichte. Und dann gehen wir rein in die letzten 9 Stunden. Und dann schauen wir noch mal rein nach und bei noch 7 Stunden, die noch auf der Uhr waren, gehe ich mal in die Transfers und schau mal rein, ob wir noch irgendwas haben. Nein, haben wir nicht. Und dann gehen wir rein aus den letzten Stunden, die wir noch haben. 5 Stunden noch. Und dann haben wir noch 4 Stunden auf der Uhr. Und noch 3 Stunden auf der Uhr. Und dann schauen wir, mal, ob wir noch Angebote erhalten haben. Nein, haben wir immer noch nicht. Und damit gehen wir in die letzten 3 Stunden. Und damit haben wir noch eine Stunde Zeit, die jetzt hier rum ist. Und damit nehmen wir noch ein paar Tage nochmal voran. Gehen nochmal in die Abschlussberichte. Wir haben noch 3 E-Mails in unserem Postfach, die wir noch schnell abgeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ein paar Tage voran. Wir gehen dann jetzt nochmal zurück. Und damit will ich sagen, schaue ich mir die Nachrichten gleich an. Und dann sehen wir uns im nächsten Part zum Heimspiel gegen den Sportclub Verl. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao!